Ein Satz, das wir oft hören in den letzten vergangenen Wochen ist: Schön, dich zu sehen. Und ich glaube, dass es auch vom Herzen kommt. Das ist auch etwas, was wir auch lernen in dieser Zeit der Lockdown, das zu formulieren, was wir wirklich empfinden. Wir werden gerüttelt. Und das ist nicht böse Zeit. Mit Gott in dieser Phase ist es eine gute Zeit, auch wenn sie anders ist als sonst. Es ist gut, dass die Dinge anders sind, denn wir kommen zum Nachdenken. Wir leben so dahin, in Selbstverständlichkeit. Leben und nehmen und nehmen und nehmen. Und gerade in unseren Ländern begreifen wir nicht, wie gut es uns geht. Und das ist auch wichtig in dieser Zeit, dass wir über unseren eigenen Tellerrand hineinschauen in eine Welt, die in große Not ist. Die ganze Welt wird gerüttelt, die ganze Menschheit. Wir sind alle betroffen. Egal welche Sprache, welche Kultur, welche Hautfarbe, aus welchem Hintergrund wir kommen, arm und reich, Gläubige und Nichtgläubige. Gott geht mit allen Menschen auf rechte Weise um und liebt auch alle Menschen und streckt sich aus zu seiner Familie, des Leib Christi, aber auch darüber hinaus. Er streckt sich aus und will, dass wir uns ausstrecken. In Not ist es immer heilsam, und das ist geistliches Handeln, von uns selbst wegzuschauen zu dem, die weniger haben, denen es nicht so gut geht. Und wir wissen, dass in diesem Land wir auf außergewöhnliche Weise gesegnet und bewahrt sind. Warum? Wissen wir nicht. Die Gnade Gottes mit uns als Menschen ist so groß, dass wir es nicht einmal verstehen. Der Tag wird kommen, wo wir es begreifen werden. Aber im Moment sehen wir die Dinge wie durch ein Glas. In dieser Zeit will Gott uns zu sich ziehen. Bevor Jesus seinen Dienst anfing, zog der Vater ihm zu sich. Nach seiner Taufe, nach den Segen, zog Gott Jesus in einen viel größeren Segen hinein. Die Bibel sagt uns, dass Gott
ein eifersüchtiger Gott ist. Was bedeutet das? Es ist nicht eine menschliche Eifersucht. Gott will uns ganz für sich haben. Und da, wo wir jetzt vieles entzogen werden, gerade in den Beziehungen, will Gott, dass wir uns zu sich ziehen lassen. Gott will uns ziehen und wir müssen es aber auch wollen, suchen, wie auch Jakob. Es ist zweiseitig, hier spielen zwei Personen eine Rolle, Gott und den Menschen, den er liebt. Und beide müssen sich ausstrecken, wir müssen uns ausstrecken wie Jakob. Ich höre nicht auf, dich zu suchen, bis du mich gesegnet hast. Und gesegnet sind wir, wenn wir in seine Gegenwart sind, in der Gemeinschaft mit ihm, und zwar mit ihm alleine. Jesus wurde nach seiner Taufe in die Wüste gezogen. Paulus wurde genauso nach seiner Bekehrung in die Wüste gezogen. Warum? Weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist, der will uns ganz für sich gewinnen. Denn daran liegt unsere Sicherheit, nicht, dass wir uns auf andere Dinge verlassen, sondern zuerst und vor allen Dingen auf ihn. Das macht uns stabil, das macht uns stark, dass wir uns auf ihm werfen. Deswegen nennt er uns alle miteinander, egal wie alt wir sind hier. Und je älter ich werde, je mehr begreife ich, dass ich immer noch ein Kind bin in dieses Bedürfnis, auf seine Brust zu legen, wie ein Kind, die Nähe zu suchen, eine Nähe, die ihm selbst treibt. Er will uns nahe sein, so nahe wie kein anderer. Das ist diese Eifersucht Gottes. Ich will dich ganz und gar für mich haben. Und durch diese intime, intensive, beständige Beziehung, wie im Johannes das Beispiel, Johannes 15, vom Weinstock und die Rebe. Wir können nichts ohne Gott. Wir können nicht leben, wir können nicht Frucht bringen. Es gibt kein Leben. Es gibt keine Frucht. Es gibt keine Hoffnung, außer in Jesus Christus alleine. Und auf diesen Weg, den wir in der Nachfolge gehen, während wir Jesus hinterherlaufen, gehen wir schwere Zeiten durch. Die Bibel spricht von einem steilen Weg, von einem steinigen Weg, von dunklen Tälern. Gott ist ehrlich. Gott täuscht uns nicht. Er sagt uns voraus, dass es uns alles kosten wird, ihm nahe zu kommen. Und das ist diese Phase. Ich muss alles loslassen und nur ihm zu suchen. Es gibt keine andere Heilsmittel, keine andere Medizin, keine andere Alternative, als ihm zu suchen. Und ich frage mich, haben wir das begriffen? Wie sehr er sich nach dieser Nähe
sehnt und von uns dieses Echo erwartet, dass wir ihm womit suchen? Mit dem Verstand? Mit guten Taten? Nein, mit unseren Herzen. Und wenn wir dort gelandet sind, diese tiefe Herzensbeziehung zu Jesus, so kommen wir zur Ruhe. So hört dieser Sturm auf und er spricht dein Wort. Und aus dieser tiefen Beziehung wissen wir, sein Wort ist zuverlässig und wir kommen zur Ruhe. Gott will uns nahe sein und er hat sich auf einen weiten Weg gegeben, um uns nahe zu sein. Er kam aus der Herrlichkeit, aus der Ewigkeit heraus und hat sich in die Zeit hinein begeben. Gott ist Mensch geworden. Ein grenzenloser Gott, der Geist ist, wird Fleisch und kommt hinein in eine finstere Welt. Eine Welt, die wir beschmutzt haben mit unserer Haltung, unser Schützer, ein Schöpfer gegenüber. Eine finstere Welt. Eine Welt voller ein Virus, das tödlich ist. Ein Virus, das weltweit ist, wo alle angesteckt sind, nicht nur eine Prozentzahl von 180.000 in Deutschland. Nein, in Deutschland sind 90 Millionen infiziert mit diesem Virus. Weltweit sind das wie viel? 6,5 Milliarden. Alle angesteckt mit einem Virus, das nicht nur in manchen Fällen tödlich ist, sondern immer tödlich ist. Ein Virus, das bereits schon getötet hat. Ein Virus, das den Menschen, den Gott liebt, von seiner Person trennt auf eine Art und Weise, wo es keine Antwort gibt, keine Brücke. Kein, auf Englisch, Antidote. Kein Heilsmittel, kein Gegenmittel. Danke. Er ist der Einzige, der das in Ordnung bringen kann. Er hat nur eine Lösung. Wie Abraham und Isaac, es gibt nur eine Antwort. Und das kostet ihn das Leben. Der Gott, der heilig ist, muss sich erniedrigen, in diese finstere Welt hineinkommen und als Unschuldiger unsere Schuld tragen. Und weil er selbst ohne Schuld war und ohne Sünde, hat er die Strafe der Sünde, den Tod, überwunden. Dieser Stein, das uns getrennt hat von Gott, bildlich dargestellt im Grab, ist hinweg bewegt worden. Und er ist herausgekommen und hat das, dieses Stein, das uns trennt als Menschen von Gott, hinweg bewegt für immer. Und er möchte gern unsere Nähe, weil er weiß, dass seine Kraft in uns durch sein Blut und des Heiligen Geistes, heute haben wir oder zelebrieren wir Pfingsten, die Kraft der Auferstehung. Und als Christus auferstand, taten sich Gräber mitten am Tag, wurde alles finster. Und in der Finsternis
taten sich Gräber auf und Menschen, die bereits schon lange tot waren, sind auferstanden. Manche von euch gucken mich mit großen Augen, das steht alles da in der Bibel. Ich erzähle euch keine Märchen. Da treffen sich Menschen auf der Straße. Oi, Uropa, ich denke, du bist tot. Nee, Alter, mir wird's gut. Der Herr ist auferstanden. Das ist die Kraft Gottes. Das, was wir da bildlich sehen, das kann er in uns tun. Wo kann er das? Durch Nähe. Wo ist die Nähe? Dass er nicht nur bei uns ist, dass er nicht nur ein eifersüchtiger Gott ist, sondern dass er in uns lebt. Und das ist Pfingsten, das ist die Hoffnung. Christus in uns ist die Hoffnung. Und diese Dinge versteht die Welt nicht. Wir verstehen sie. Warum? Weil er sich in seiner Gnade uns offenbart hat. Etwas, was du nicht verstehst, und ich mich auch nicht, wenn ich mich sehe und ich sehe, wie ich bin, das, was ich gewesen war, die Dinge, mit denen ich heute noch ringe. Wieso? Wieso liebst du mich? Auf Englisch sagen wir, it blows my mind. Es sprengt meine Fähigkeit, es zu verstehen, ja. Dass du mich liebst, dass du gekommen bist, dass du alles gegeben hast, dass du mich bei Namen gerufen hast und sagst, du bist mein, ich bin deins und du bist mein. Wir können uns freuen darüber, dass Gott uns so nah ist. Ja, in uns, der lebendige Gott. Vater, wir danken dir dafür, dass du nicht nur äußerlich, nicht nur die Welt überwunden hast und Sünde, sondern dass du auch uns, auch auf diesen Weg, uns immer wieder überwindest, Herr. Diese Kraft, die uns hilft, auch wie wir mit dir wandeln auf steinige, steile Wege, dass du in uns überwindest, dass wir dranbleiben, dass wir nicht loslassen. Herr, wir danken dir, du hast das Wollen in uns geschenkt, Herr. Wir verstehen nicht, warum wir dich nicht wollen, aber wir danken dir, Herr, dass du uns das geschenkt hast. Und bitten dich, Herr, dass du durch dein Wort heute Morgen in den bleibende Zeit, dass du uns segnest, zu uns sprichst und stärkst. Wir bitten das in Jesus' Namen und auch ihm zu Ehre. Wir sind in Sprüche Kapitel 14 und es geht hier um die Frau. Heute Morgen habe ich 7 Verse gelesen. Wir haben einen Vers geschafft. Jetzt haben wir etwas weniger Zeit. Aber, bitte? Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber ihre Torheit reißt's nieder mit eigenen Händen. Kennt ihr das bei Kindern? Wenn die bauen, oder? Kennst du das in deinem eigenen Leben? Du willst was Gutes tun, rastest aus, verlierst die Kontrolle und zerstörst das, was du jahrelang gebaut hast, nur durch eine Leichtsinnigkeit. Du hast dich für einen Mann oder für eine Frau entschieden. Du hast alles eingesetzt und in einem Moment der Unbedachtheit ist alles für immer zerstört.
Wir Menschen sind unberechenbar. Auch in all unserer Weisheit sind wir Menschen unberechenbar. Wie oft habe ich in meinem Leben gesagt, ich hätte das nie gedacht, dass ich das tun würde. Oder wir drehen uns, es tut mir leid, das war nicht so gemeint. Warum? Weil wir nicht überlegt haben. Wir sind als Menschen so impulsiv. Wir handeln aus dem Gefühl und nicht bedacht. Und hier wird der Frau aufgerufen, bedacht zu sein. Das Kompliment ist da, Weisheit, aber pass auf. Pass ja auf, dass du uneinsichtig bist. In irgendeiner Situation die Stimme des Heiligen Geistes nicht hörst. Und handelst wie ein kleines Dümmerchen. Und obwohl hier die Frau ja diejenige ist, sind wir Männer genau so betroffen. Denn wir sind so gestrickt. Ich würde sagen, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt jemanden gibt, der das widersprechen wird. Frauen werden sehr vom Gefühl bestimmt. Selbstverständlich ist es nicht bei allen gleich. Aber in allgemein gesehen, die Liebe der Mutti fürs Baby. Warum? Der Mann macht sich ein schönes Leben, verbringt einen schönen Abend. Die Mutti quält sich 9 Monate lang und dann bei der Geburt leidet sie. Im Leiden sind sie so miteinander verbunden. Wenn sie in die Welt wenn das Baby kommt, dann sind sie auch nicht zu trennen. Man muss erst mal den Dingsbums schneiden. Wie heißt das? Schnabelschnur. Die sind so sehr. Das Kind kann ohne Mutti, nicht ohne Mutti. Und die Mutti am Ende, ja, das Baby ist doch ihr Ein und alles. Und so empfindet sie ganz, ganz anders. Nachts kann das Baby schreien, mir hat das nichts ausgemacht. Aber Gabi ist sofort aufgestanden und gelaufen. Ich sage, lass doch schreien, die kriegen eine starke Lunge. Männer sind da ein bisschen an und beides sind wichtig. Aber hier, wie gesagt, haben wir die Frau. Und wir sehen, dass die Frau weise ist. Wer unter uns Männer würde das glauben? Ja, das habe ich erwartet, bitte lach doch. Das sollte ein Witz sein. Ich bin weise, die weise Haare. Aber meine Frau ist weise. Sie ist oft mein Ratgeber. Die gute Nachricht übersetzt, eine kluge Frau baut ein Haus. Sie ist weise in ihr Tun. Wir lesen hier die Sprüche. Wir sind nicht hier, um Sprüche zu kloppen. Wir sind hier, um das zu tun, was die Sprüche uns sagen. Die Weisheit Gottes, die durch Salomo zu uns kommt, anzuwenden. Und ich finde interessant, dass hier die Weisheit ist weiblich. Männer, unsere Frauen sind so weise. Wir sollten nun wirklich auf unseren Frauen hören. Abraham musste das lernen. Hey, Alter, du bist auf dem falschen Dampfer. Du lässt dich führen, treiben von Gefühle gegenüber dein unehelichen Sohn, es geht hier um deinen ehelichen Sohn.
höre auf Sarah. Sie hat Mitempfinden und Mitleiden mit dem, was recht und gut ist. Dein wahrhaftiger Sohn, warum lässt du dich von Dingen, die eigentlich du loslassen musstest, die Sünde, die Übertretungen, lass es hinter dir. Nimm das, was aus Gottes Hand gekommen ist und nicht aus unseren Streben. Und Gott sagt dir, hör auf deine Frau. Sie spricht Weisheit. Sie ist weise. Und sie war nicht alleine in dem, da gibt es viele, viele andere Frauen. Und ich habe mir drei aufgeschrieben hier in der Vorbereitung. Esther. Esther stand bedingungslos zu ihrem Volk. Da können wir Christus drin sehen, der sich bedingungslos zu sein Volk steht. Egal, was ist. Egal, wie sein Volk drauf ist. Egal, wie viele Fehler und Unzulänglichkeit da sind. Gott stellt sich zu uns und das macht mich ruhig. Das ist die Grundlage, die ich habe in meiner Beziehung zu Gott, dass er sich zu mir stellt, armer, elender Sünder, den ich bin. Dass es ihn nicht geht um Leistung, ich muss ihm nichts beweisen. Er liebt mich dennoch. Was ist los? Warum wärst du so unruhig in mir, meine Seele? Warum bist du so betrübt? Glaubst du nicht, dass Gott dich dennoch liebt? Wir reden hier über Elementare, die Basis unseres Glaubens, da wo wir Ruhe finden, da wo wir Sabbat finden. Gott liebt dich. Dennoch hör mal zu, hör auf zu sorgen, werf dich in meine Arme. Esther stand bedingungslos. Sie ist nicht nur weise, diese Frau, sondern sie ist ein Bild unserer Erlöser. Wenn ich mir meine Frau anschaue, sehe ich viel tiefer und mehr als ihre Haut. Ich sehe die Jahre der Treue, die Jahre des Verzichtes, wie sie ihr Körper zur Verfügung gestellt hat. Und das macht ihr Körper so schön, um ihr Kinder zu geben. Und der Körper einer Frau leidet darunter. Esther stand bedingungslos zu ihr Volk. Sie war mutig mit dem König von Persien verheiratet. Einer seiner vielen Frauen, ein überheblicher Typ, ein Säufer, feierte Partys, keine Grenzen in der sexuellen Beziehung, aber dennoch ist sie geblieben. Siehst du da Jesus in ihr? Dennoch bleibe ich dir treu, dennoch bleibe ich dir stets zur Seite. Sie hat Schritte in Glauben getan, das kriegen viele Männer nicht hin. Selbstverständlich hat sie aus Gottes Kraft, aber dazu gehört, dass ich mich ausstrecke, dass ich die Demut habe zu sagen, nur du kannst uns helfen. Das ganze Volk soll vernichtet werden, alle Juden sollen ausgerottet werden. Ein Beschluss ist da und sie weiß auch selber, wenn sie versucht einzugreifen, stellt sie ihren eigenen Kopf unter die Guillotine, dann einfach zum König zu kommen, ohne eingeladen zu werden, bedeutete den sicheren Tod. Da war die Todesstrafe drauf. Bist du bereit, dein Leben hinzugeben
an dein Leben loszulassen, um dein König zu dienen? Bist du bereit, dich auf Gefahren einzulassen, wie diese Frau, die für uns Männer? Und ich sage es immer wieder, schau dir doch die Welt an heute. Wo sind die Männer? Where have all the young men gone? Gott nimmt Frauen, weil er keine Männer findet. Weil keine Männer die Verantwortung, hier nimmt sie die Verantwortung für ihr Volk, diese junge Frau. Ein Kind, ein Teenager. Und rettete am Ende, eine lange Geschichte, ihr Volk. Sie wird zum Bild Christi, Erlöser ihres Volkes. Mann, that blows my mind. Das springt das kleine bisschen, was ich da habe. Abigail hatte ein Narr als Ehemann. Ihr ging's wie Gabi. Sie war schön und reich wie Gabi. Und sehr weise. Das hatte sie alles. Aber ein Problem hatte sie. Sie hatte ein Narr, ein Bekloppter, als unbeherrscht, ein Säufer. Er war ihr untreu. Er kannte keine Grenzen in alle Bereichen. Und das Schlimmste war wahrscheinlich, dass er ein Herz aus Stein hatte. Wie sehr sehnen sich unsere Frauen nach Zärtlichkeit, nach Liebe, nach Trost. Wo sind die Männer? They're all gone. Und in dieser Zeit denke ich besonders an junge Mutter. Und du siehst sie und ich sehe sie in den Kaufläden. Sie kamen mit dem Fahrrad an. Sie sind offensichtlich alleinerziehende Mütter. Drei Kinder. Stehen an der Kasse. Suchen im Portemonnaie, ob sie vielleicht genug haben zum Bezahlen. Ich komme nach Hause, ich sage so, Gabi, früher bin ich immer gern eingekauft, jetzt nicht mehr. Tut mir leid, zu viel Stress. Ständig ist der zu nah, ist die zu nah, bin ich denen zu nah gekommen, habe ich mir die Hände gewaschen, habe ich mich gerade in den Augen gerieben, wer hat dies angefasst, wer hat das angefasst, oh nein. Und dann, ne, wir ist auch keine Regel, wir werden... Alleine durch den Regeln sind wir so eingeengt. Uns wird die Freiheit genommen. Wo wird aber diese Ordnung, die ist auf gesunde und göttliche Art und Weise gebrochen? Ich sag dir, wir doch Gott vertrauen. Durch Gott vertrauen. Die Regeln sind nicht dein Schutz. Das Gesetz ist nicht. Das ist derjenige, der das Gesetz überwunden hat. Der ist dein Schutz. In ihm hast du, und ihn kannst du mittendrin. Aber ich sehe diese Mütter ohne Gott. Ich habe meinen Glauben. Ich habe meine Frau. Sie haben keinen Mann. Keiner, auf dem sie sich schützen können. Und ich denke, und das sagen wir schon Jahre als Gemeinde, oder? Oh, wir möchten diese Frauen so gerne von Jesus erzählen, dass es einen Freund gibt. Das nicht so, wie ihr Mann war oder ist, der treu ist und sie nie in Stich lässt und immer, und der ihn nahe ist. Und so haben wir hier die Abigail mit einem Mann, der herzlos war, versoffen, unbeherrscht. Und sie stellt sich bedingungslos in die Gefahr für ihn. David ist unterwegs, ne?
mit seinen Männern, ein Haufen Rabauken, Krieger, raue Männer. Und sie geht aus, um diesen, entschuldigt bitte, Schweinhund zu schützen. Das Wort sagt ein Mann, der eigentlich nichts wert ist. Sie stellt sich dem Ganzen. Ihr Glaube ist stärker als diese Schar von rauen Krieger. Jesus, danke, dass du unsere Frauen Weisheit gegeben hast. Eine Frau, die weise gehandelt hat, über den normalen menschliche Fähigkeit zu denken. Dann haben wir Sulamit für die Teenager in unserer Gemeinde, eine junge Frau. Die Geschichte finden wir ins Hohe Lied der Liebe. Ein hübsches Mädchen. Sie war vom Lande und sie war verheiratet mit einem Hirte. So einer wie David, ein junger Mann mit roten Haaren und blauen Augen. Ein rauer Typ, aber ganz lieb. Und sie liebte ihn und er liebte sie. Und sie war so schön, dass Salomo sie gesehen hat. Und Salomo hat gedacht, die hole ich mir. Und ihre Freundin sagen zu ihr, eigentlich, ich würde es machen, es ist der König, König Salomo. Ja? Da kommt Kirk Douglas nicht mit, oder? Ihr wisst gar nicht mehr, wer Kirk Douglas ist, das ist alles zu lange her. Al Capone, oder? Oder der Pastor der Gemeinde, okay. Ihre Freundin, muss ja aufpassen, mit wem du wandelst. Ihre Freundin versuchen, sie zu überzeugen, dass sie die rechte Entscheidung trifft und sie sich für den König entscheidet. Sie tut's, aber nicht. Sie ist so weise, dass sie weiß, dass die Wege Gottes und die Ordnung Gottes führen zum Segen und zum ewigen Leben und geht nicht drauf ein. Sie bleibt ihr Mann treu. Danke, Frauen, auch diejenigen, die ihr es im Moment schwer habt mit euren Männern, dass ihr eurer Frau treu bleibt. Und da können wir weitergehen. Es gibt so viele andere. Ich hatte mal so ein bisschen geforscht da im Internet. Es gibt eine Deborah. Sie war Richterin und Prophetin. Und sie war mit die Beste überhaupt unter allen Männern. Sie war so weise im Umgang mit dem Gesetz. Sie war Ratgeber für Männer, Richterin und Prophetin. Maria natürlich in ihre Treue zu ihrem Sohn Jesus. Maria, die Schwester von Lazarus. Eine junge Frau, die wusste, was rechtens war, was das Beste war. Sie war so weise, sie wusste genau, was Jesus von ihr will. Sich zu seinen Füßen zu sitzen und ihm zu hören, damit sie später nicht auf Impulse reagiert, nicht auf Gefühle, nicht auf hingezogen, nicht auf das Glitzern, nicht auf das Vergängliche, das Äußere, sondern sie hat von Christus gelernt, wie sie weise sein soll. Und sie hat das angenommen in sich und hat weise gehandelt. Maria Magdalena, die Unreine, die so weit her war, aber wusste, wieder zurück zur Einleitung, dass trotzdem, dass sie so
beschmutzt war mit Sünde, von der Welt abgelenkt, die Dreckige, die Aussätzige, Maria Magdalena, wusste, dass das Blut Christi so stark ist, dass die Liebe Gottes so stark ist in Jesus Christus, dass Jesus sich so liebte, dass sie wagte, sich auszuschrecken, ihn anzufassen, ihm zu suchen und ließ sich als unreine Frau nicht davon abbringen, weil sie wusste, Jesus liebt mich. Und das sind die Beispiele, die wir haben von Frauen Gottes in diesen ersten Vers. Und die Frauen Gottes, die in Weisheit bauen, sollen sich nicht dazu verführen lassen, unverständig, unweise zu sein. Denn im Stress des Lebens ist es doch so, ihr seid als Frauen so von Gott gesegnet mit Weisheit. Lasst euch nicht in Situationen verführen lassen, das zu zerstören. Zurück zu der Einleitung. Wie ein Kind. Ihr seid Frauen. Lasst das nicht zu, dass eure Gefühle, eine Situation, eine Verführung euch dazu führt, dass ihr das zerstört, was ihr lange aufgebaut habt in ihren Häusern, euren Häusern, eure Kinder, das Haus, nicht nur das Vergängliche, sondern die Familie. Lasst es nicht zu, dass es euch genommen wird. Bleibt dran, lasst nicht los. Seid weise, vertraut Gott und seid nicht unverständig. Ich lese jetzt zum Schluss, und dazu habe ich eine Minute, ein Psalm. Und ein Psalm, nein, ein Vers in einem Psalm oder so etwa. Inka ist weise, sie lacht, wenn ich was sage. Psalm 32, und damit schließe ich Vers 8 und 9. Ich will dich unterweisen. Ich will Weisheit vermitteln. Ich will dir unterweisen, ich will dir Weisheit unterjubeln. Ich will dich unterweisen in der Weg, den Weg zeigen und der Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das spricht über eine tiefe persönliche Beziehung. Als Eltern können wir oft unsere Kinder leiten mit den Augen, oder? Sitzen am Tisch. Der eine ist frech, guckst ihn an, der weiß genau Bescheid. Oder? Gott ist auch so. Weißt du, wer reif ist? Ich gucke meine Frau, ich brauche gar nichts zu fragen. Ich gucke sie an, sie guckt mir, ich weiß genau Bescheid. Wir kennen uns. Wir erwarten viel von Worten. Wer Gott kennt, braucht schon Worte. Aber es muss nicht lange gelabert werden. Es muss nicht so lange philosophiert werden. Wir schauen ihn an, er schaut uns an und wir wissen ganz genau, was sein Wille ist, oder? Was er von uns möchte. Ich will dich unterweisen und dir einen Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse. Hier ist die Warnung genauso wie in Vers 1 von Kapitel 14. Lasst euch das nicht nehmen, Frauen. Lasst euch nicht zu Unbeherrschtheit, zu Unüberlegenheiten, spontane Impulse. Was sagen wir in der Welt? Hör auf dein Herz, wie fühlst du dich? Machst das, wo du dich fühlst. Ich habe noch nie so viel Dünnschiss in mein ganzes Leben gehört. Meine Gefühle sind total, ich sag dir, wenn ich meine Gefühle gefolgt wäre, wäre ich heute nicht mehr hier. Und wenn meine Frau ihre Gefühle gefolgt hätte, wären wir nicht mehr verheiratet. Verlass
ist das Wort Gottes prüfen, ob es gut und recht sei weise. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand. Gefühle spielen eine Rolle, aber sie müssen dem Verstand untergeordnet sein. Heutzutage in unserer Welt ist alles alles, was im Internet abgeht heutzutage, das ist ein Haufen Gefühlspupse. Unsachlich. Der Mensch dreht durch. Der gerät außer Kontrolle in der Not. In diese Not möchte aber Gott uns in Weisheit unter Kontrolle bringen. Pferde brauchen ein Zaum. Und darum geht es gar nicht. Wir müssen uns beugen, hören, überlegen, bedacht sein. Und dann können wir in Weisheit die Herausforderung des Lebens mit Jesus bewältigen. Ich bedanke mich und entschuldige mich für die Spuckerei.